Hallo und herzlich willkommen bei Yar Collects. Heute mit dem Special Forces TIE Fighter, allerdings dem aus The Force Awakens von Hasbro. Allerdings die Ausführung, die jetzt exklusiv bei Toys R Us erhältlich ist, war, falls man das Video später anschaut. Zudem gibt es jetzt auch einiges noch drumherum zu sagen, überhaupt zu dem Special Forces First Order Special Forces TIE Fighter. Gibt es noch einiges dazu zu sagen, auch jetzt im Hinsicht auf den, der schon vorgestellt wurde von mir. Und die Änderungen kann man jetzt hier vorne jetzt noch nicht sehen. Vielleicht ganz leicht. Wir haben auch wieder den Piloten drin. Es ist jetzt eine Serie rausgekommen, beziehungsweise tragen jetzt neuere Produkte. So ein neues Zusatzlogo hier unten, und zwar das Epic Battle Logo. Ja, ist so eine spezielle Schiene, wo jetzt auch ein paar Figuren wieder rauskommen. Also irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob es ein reines Toys R Us Ding ist oder ob es auch generell jetzt auf neueren Toys erscheinen wird. Nochmal zum das Verpackungsdesign halt wie gehabt. An der Seite jetzt allerdings ein TIE Fighter Pilot mit roten Helmstreifen. Also das jetzt die Optik halt wie ein Special Forces TIE Fighter Pilot der First Order halt aussieht. Passend zu den roten Markierungen, die auch der TIE Fighter an sich hat. Hier an der Seite, beziehungsweise hier nochmal kurz drüber geschaut, da hat das ja auch die Markierung. Die hat zwar der Vorgänger, der 2015 im September rauskam, der hat zwar diese roten Markierung auch gehabt, allerdings war da ja ein ganz normaler TIE Fighter Pilot beigepackt, der halt nicht diese roten Special Forces Markierungen hatte. Aber ich denke mal dazu im Laufe der des Reviews auch noch mehr. Ich mache den Karton mal eben fix auf. Das klemmt mal wieder hier wunderbar. Aufgeschlitzt hatte ich den jetzt schon, weil ich wieder die Fotos vom Inlay gemacht habe. Stimmt, der saß ja ein bisschen stramm irgendwie drin. So, Wiege. Du hast hier. Die brauche ich auch. So. Wie gehabt, gleiche Kartonaufbau. Logisch, das gleiche Produkt quasi. Nochmal neu aufgelegt. Das heißt, die Anordnung ist auch so, wie wir sie jetzt auch schon hatten. Deswegen das Ganze mal rum, damit ich das Cockpit bei mir auf der Seite habe. Jetzt bei den Flügeln kann man jetzt schon sehen, was jetzt die Änderung ist. Und zwar ist das soll es jetzt einen der TIE Fighter darstellen, die auf Jakku rumgeflogen sind, beziehungsweise auch den Rasen Falken auf Jakku mit Rey und Finn gejagt haben. Jetzt sehen wir auch gleich mal, dass sich an den Flügeln quasi auch nichts großartig geändert hat. Die sind immer noch so ein bisschen krumm, wie wir sie vorher bei dem anderen TIE Fighter auch schon kannten. Aber halt jetzt mit diesem, doch muss ich sagen, recht coolen, mit diesem recht coolen Weathering drauf. Hier sieht es ein bisschen zu sehr nach Spraygun aus, zu sehr nach Dose ein bisschen zu dicht dran. Hier finde ich halt diesen Verlauf recht angenehm, weil es auch doch ein bisschen mehr ins Graue geht. Der ist dann doch ein bisschen zu kontrastreich lackiert worden. Gut, der wird dann auch so rum. Ne? Soweit zu den beiden Flügelteilen. Das Cockpit selber hat halt dann auch diese Verschmutzung auf der Vorderseite. Aber ansonsten ist es halt genau das gleiche Cockpit, was wir halt auch schon kennen. Vom der auch Special Forces TIE Fighter hieß, was er ja auch war, weil er hatte ja die rote Markierung, allerdings war, wie gesagt, nur ein normaler Pilot beigelegt und kein Special Forces Pilot. So, dann haben wir hier noch das übliche drumherum. Das heißt also die Aufbauanleitung. Hier auch wieder mit dem Desert-Logo. Ich weiß gar nicht, die Verpackung müsste dann quasi auch das Desert-Logo tragen. Ja, ist auch braun gehalten, da unten ist es ja auch. Da, Desert.
So, deswegen, das kann jetzt schon mal wieder an die Seite gestellt werden. Der Zusammenbau, ich werde nichts ganz zusammenbauen, weil das Problem ist nämlich, dann bekomme ich ihn nicht wieder in den Karton verpackt, weil die Murmel hier dann halt einfach zu dick aufträgt. So, jetzt ziehe ich mal hier den Beutel. Öffnen. Die Griffen klappe ich mal nach innen. Das kann da auch ruhig innen bleiben. Nicht, dass mir einer nachsagt, ich will jetzt nachher so ein ausgepacktes Produkt dann bei eBay oder so wieder verscherbeln für als neu. Was es ja nun nicht mehr ist, denn ich hatte es ja nun schon in der Hand. So, Klappe hängt noch nicht ganz im Hinge drin. Hier im Scharnier drin. So, jetzt. Na, auch die Klappe halt eigentlich ganz gut passend, ne? Also es ist gar nicht mal so, dass jetzt dieser Bereich jetzt stört, wo es halt hier breiter, der Sandbereich oder der Weathering-Bereich hier oben breiter ist. Und hier ist bloß eine kleine Ecke. Ich finde es aber trotzdem ganz okay. Ich gucke es mir selber mal so von vorne an. Doch, finde ich eigentlich ganz passabel. Logischerweise die Kanone. Ups, falsch rum. Die Kanonen sind natürlich nicht in Leidenschaft gezogen worden. Was ich ein bisschen komisch finde. Dann haben wir hier auch wieder die kleine Antenne bei. Auch ein weiteres Merkmal des Special Forces TIE Fighters. Der halt, andersrum, halt diese kleine Antenne noch drauf hat. Ich sage mal einfach, dass es eine Antenne ist. Ich muss sonst auch in den Unterlagen gucken. Mann. Was jetzt auch schon so problematisch, hier drauf zu klippen. Friendly Fire. Ach nee, sind ja die Bösen. Don't mess with a Special Forces TIE Fighter. So, das Ding hänge ich jetzt noch nicht ganz unter. Das war ja quasi dann wegen der Schalter so rum. Dass man es hier unten jetzt halt reinklickt. Ich deute es nur so ein bisschen an. Jetzt hoffe ich, ich muss nicht aufrumsen. Sonst snappt es doch noch ein. Weil mit dieser unteren Kanone zusammen kann ich den halt nicht wieder so gut verpacken. Und ich brauche einfach ein bisschen Freiraum. Ich brauche ein bisschen Platz. So, die Markierungen müssen dann, oder dieses Weathering muss nach vorne. Die Teile kommen nach unten. Das heißt, der Flügel kommt dahin. So rum. Falsch herum. So. Wird ein TIE Fighter raus. Aber wie gesagt, im Prinzip genau der gleiche, den es jetzt schon gab, nur dass er halt jetzt das Weathering hat. So, hier ist der andere. Ne, also gleiche Breite, alles exakt. Gleiche Mold, also jetzt nichts anderes geändert und nichts anderes geändert. Also wurde nichts geändert. Außer dass die Flügel vielleicht jetzt nicht mehr ganz so krumm sind. Nicht ganz so früh aus dem Werkzeug fallen gelassen worden, wie es scheint. So. Aber auch von den Farben her, es wurde einfach quasi nur ein nicht verkaufter, also ein Packholder quasi, ein Packwarmer dann quasi genommen und andersfarbig angemalt. Aber trotzdem, mir gefällt der. Ich finde ihn also wirklich ganz nice, auch weil es als das Weathering halt für eine Serienproduktion, also jetzt für ein Serienprodukt gar nicht mal so übel aufgetragen ist. Und auch die Bemalung ist also soweit auch wieder in Ordnung und sitzt sauber. Hier unten die Kanonen sind auch wieder verbogen. Das kommt mir auch irgendwie schon mal ein bisschen bekannt vor, oder? Exakt die gleiche Art der Kanonenverbiegung, wie man sie schon kennt. Mit der zweite Grund, oder eigentlich so der Hauptgrund, warum ich mir den auch nun geholt habe, weil ich habe ja geblättert für so viel Kram. Ist halt der beigepackte Pilot.
eben mit den Special Forces Markierungen auf dem Helm. Da zücke ich gleich nochmal den von dem anderen Special Forces TIE Fighter vor, der halt diese Markierung nicht hat und somit halt eigentlich auch ein ganz normaler Pilot ist. Und wer ich mich erinnere, die Special Forces TIE Fighter haben halt auch, sind halt Zweisitzer und haben diese Ringe noch an den Flügeln. Und ich meine, ich habe mir das eine Bild nochmal angeschaut, dass auf diesem Foto keine, wo der Falke halt gejagt, beziehungsweise wo die beiden TIE Fighter auf den Falken zukommen, dass da diese Ringe nicht zu sehen sind. Es scheinen dann also ganz normale TIE Fighter zu sein, die immer noch vorkommen. Aber die halt aufgebaut sind wie die alten, oder sehr ähnlich aufgebaut sind wie die aus der klassischen Trilogie. Und nur halt, dass die Farben halt umgeswitcht sind, dass die halt auch dunkel sind. Aber es kann auch, das Bild stammt ja auch aus dem Trailer, ein Originalbild ist direkt aus dem Film, liegt mir jetzt also auch nicht vor, noch nicht vor. Deswegen wäre das jetzt so eine Sache, die ich halt bei dem ein bisschen komisch finde. Weil es halt der sein soll, der halt die beiden dann, also Finn und Rey, dann auch jagt. Aber mein Gott, es ist dann halt da ein Special Forces TIE, der da auf Jakku rumschwört. Andere Sache ist halt, dass die alle Piloten, die es halt mit denen, die mit so einem Special Forces oder die in der Special Forces halt drin sind, dass die eben sich schon trotz des gleichen Anzugs trotzdem hervorheben oder auch hervorheben wollen, indem sie dann eben ihren Helmen halt diese Ace-Streifen oder Special Forces-Streifen dann halt auch draufsetzen. Ähnlich wie es auch in der klassischen Trilogie war, wo ja auch schon diverse Piloten ihre Helme trotz dieser strengen Uniformierung beim Imperium dennoch ihre Helme individuell noch geschaltet haben. Ja, ist also auch dann diese Tränenstreifen bei manchen mit drauf waren oder dass halt direkt an diesem Mohawk am unteren Teil da Änderungen waren, dass dann Schriftzüge waren, dass diese Wangenteile, ne, diese Wülste quasi, dass die anders gefärbt waren. Und bei denen hier ist jetzt halt diese Kennung mit den Streifen. Wie gesagt, der müsste die Streifen eigentlich auch schon längst gehabt haben. Also Fauxpas von Hasbro, dass das halt nicht so ist. Dann hat die Figur noch dabei gepackt den kleinen Blaster, den wir auch schon kennen. Die schauen wir uns nachher nochmal an, ob die sich jetzt großartig unterscheiden. Aber mal zu den beiden Figuren, mal im Vergleich nebeneinander. Mal von vorne angefangen. Okay, Helm ist jetzt halt wie gesagt mit den beiden Streifen. Ansonsten die Chestbox und die anderen Teile, die, na gut, das ist diese Chestbox-Einheit, unterscheidet sich jetzt nicht grundlegend voneinander. Und es ist definitiv auch dann die gleiche Figur, wenn man sich jetzt von oben nach unten anschaut. Und der Unterschied ist dann wirklich nur der anders bemalte oder erweitert bemalte Helm. Und auch auf der Rückseite jetzt nichts Nennenswertes zu finden. Es ist die gleiche Figur, die wir schon kennen. Der hier ist halt die gleiche Figur, die wir kennen. 5-Punkt-Artikulation. 4-Punkt-Artikulation, der Arm lässt sich gar nicht bewegen. Da habe ich jetzt Angst, dass ich den knacke. Also, dass das Gelenk halt so blöd festsitzt, dass ich den halt dann irgendwie quasi den Kunststoff verdrehe, den Zapfen verdrehe und dann dadurch dann der jetzt gerade ein bisschen Knacke macht, aber dafür bewegt sich das Bein jetzt. Aber der Arm sitzt so stramm, da habe ich wirklich das Gefühl, so von der Spannung her, dass ich da eher den Kunststoff quasi aus dem, also den Zapfen quasi abdrehe. Also lasse ich das Rumgespiel hier mal. Ich nehme auch mal eben den Helm ab, die Chestbox gelöst. Ich finde es blöd, wenn man den Helm abnimmt, dass er halt so ein Loch in der Brust hat.
Ist doch schließlich kein Tony Stark. So, jetzt habe ich bloß nicht durcheinander kommen. Das ist der, das ist der. Das ist der Special Forces, das ist der normale. Oder? Ja. An den Gesichtern jetzt auch zu erkennen, dass es halt die gleiche Figur ist, also gleiche Gesichtszüge. Nichts anderes. Selbst im Wahrnehmungsaufdruck die Augenbrauen, das ist der gleiche Stempel, den sie genutzt haben. Auch hier, vielleicht kann man jetzt irgendwie ein bisschen sagen, wenn man sie von der Seite halt sieht, oder vielleicht von vorne sieht, dass der normale TIE Fighter-Pilot ein helleres Gesicht hat als jetzt der Special Forces. Würde ich jetzt aber nicht als Variation ansehen, sondern einfach nur so als so ein Factory-Ding. Also was jetzt in der... ja, vielleicht war da besseres Wetter oder schlechteres Wetter und dann war die Farbe etwas dünner und ist dadurch auf dem schwarzen Kunststoff halt... nee, halt hier bei dem neuen war die Farbe etwas dünner, weil besseres Wetter etwas flüssiger, etwas mehr Viskosität und schon ändert sich die Hautfarbe. Kann schon mal passieren. Aber das ist halt so minimal, dass ich da jetzt wirklich nicht sagen würde, nee, das ist eine andere Figur. Das ist einfach nur in der Produktion passiert. Ja. Also einen direkten Vergleich jetzt mit dem, ich stelle nochmal daneben, mit dem kleinen Kopf, den haben wir ja auch noch. Aber den Vergleich jetzt zwischen dem, dem Fighter beigepackten und der normalen Figur hatte ich ja schon im Review des Standard Special Forces TIE Fighters gehabt. Deswegen das mache ich das jetzt nicht, um das jetzt irgendwie noch großartig aufzublasen, hier in Länge zu ziehen. Einzige noch mal einen Blick auf die Waffen werfen. Ich habe jetzt hier die liegen aus dem Special Forces TIE Fighter. Da möchte ich auch noch mal eben was zeigen. Das hätte ich mir beim letzten Mal ganz und gar vergessen. Das möchte ich natürlich nicht unterschlagen. Und zwar ist... Ach, da ist der Knubbel. Und zwar sitzt hier oben im, oder ist hier an der Luke, sind hier oben diese Vertiefungen angebracht. Ich weiß nicht, ob man sie jetzt so gut sehen kann. Und in diesen Vertiefungen kann ich nämlich dann den Blaster einklemmen. Und so sieht das Ganze dann aus. So, jetzt muss ich nochmal eben gut meine, ein bisschen runter machen, hier meine beiden. Wir sind gleich mal so weit weggeflogen, meine beiden Geschütze wieder. Ich denke mal, dass die genauso gut sich abfeuern lassen, wie halt dann auch gehabt beim erst erschienenen. Wunderbar, funktioniert. Jetzt kann ich es erst recht suchen. Innen will ich eben nochmal schauen, da scheinen mir dann die... Das ist auch so ein leicht durchschimmernder Kunststoff im Inneren. Aber auch von der Farbe her genau das gleiche. Da mache ich jetzt irgendwie nicht großartig einen Tamtam drum. Und auch wieder dieser ganz komische Kunststoff, den sie für die Scheiben benutzt haben, dass der halt so ein bisschen schwammig halt ist. Und nicht mehr ganz so schön hochglänzend, wie es halt bei den, wie es halt dann bei den alten Toys war. Sondern halt so ein bisschen matt, milchig erscheint. Aber jetzt nochmal so einen direkten Vergleich. Die Flügel haben sich doch ein bisschen verbessert. Ein bisschen. So. Okay, hier oben ist zumindest ein Platz für die beiden Waffen. Dann pulle ich jetzt die eine erstmal wieder raus. So, das soll noch gezeigt werden. Und da habe ich jetzt den Blaster. Da ist jetzt der vom normalen Piloten. Da habe ich jetzt unten liegen. Ja, scheint dann, da ist der Unterschied, glaube ich, so wie ich ihn jetzt auch schon, das ist der normale, wie ich ihn auch schon beim ersten TIE Fighter eruiert habe. Und die beiden unterscheiden sich. Nee, also da will ich jetzt nicht irgendwie großartige anfangen, da von der Variation, von der Waffenvarie zu sprechen. Also die beiden aus dem
Fighter sind ein bisschen anders als die, die bei der Basic-Figur beigelegt sind, aber das könnt ihr euch nochmal im Review des, ach nee, des TIE Fighter-Piloten, genau, des auf Basic-Card rausgekommenen TIE Fighter-Piloten, da habe ich dann, Mann, sehr dreckig, habe ich dann dieses, habe ich das ja erklärt gehabt, habe ich ja mal den Unterschied der beiden Waffen gezeigt. Gehe ich jetzt ja auch nicht näher drauf ein, ich klippe die erstmal wieder, damit es wieder nicht irgendwie verloren geht, erstmal wieder hier in die, in den Blister. Und ja, hol den Kameraden hier nochmal hoch. Dann den passenden Piloten dazu. So, pack ich mal vor. Ich denke mal, sitzen kann der schon. Ne? Das habe ich jetzt noch gar nicht gecheckt. Ah nee, ich kann den ja nicht reinsetzen, weil ja der Arm. Okay, ich habe es getan. Ich habe es getan und der Arm saß nur fest. Jetzt kann dann auch drehen. Autsch, erstmal richtig schön aus der Schulter gekugelt. Aber darum geht es ja auch. Wir wollen ja schließlich hier nicht irgendwie einen Kindergarten-Gedöns machen, sondern es geht darum, sind die Figuren tauglich oder nicht, wie sie halt verkauft werden. Und wäre doof, wenn das jetzt ein Schaden gewesen wäre, der sich vielleicht durch mehrere, bei mehreren Figuren bemerkbar macht. Und dann wird er hier verschwiegen. Das ist eigentlich nicht so mein Ding, hier irgendwelche, aber schön zu malen. Ich finde die Figuren toll, das sage ich auch immer wieder und das meine ich auch so. Weil die Details also schon sehr, sehr ansprechend sind. Natürlich jetzt zu den Black Series Figuren ganz andere Geschichte. Aber dennoch für ihre verminderte Artikulation, für den günstigeren Preis, das muss man einfach mal so sagen, auch in den Staaten sind halt die Black Series Figuren etwas teurer. Vor allem, weil sie auch so rar sind, selbst da drüben. Also bei zwei Piloten nebeneinander ist schon ein bisschen eng. Die sind da schon ein bisschen auf Kuschelkurs. Aber es passen zwei Piloten rein, dass man den Deckel zukriegt. Also das funktioniert. Und auch der... ich habe den zweiten Piloten jetzt da bloß reingewirkt. Aber die beiden sitzen da doch recht ansprechend halt drin. Sehen kann man jetzt hier nichts durchs Fenster. Vielleicht da durchs Fenster. Nö, eigentlich auch nicht. Außer man muss, baut da jetzt irgendwie noch eine Beleuchtung ein. Irgendwie so ein kleines IKEA-Teelicht rein. Snap, na, passt nicht. Wird nicht passen. Gut, jetzt hier noch eine Tischlampe hinstellen, könnte ich mal von oben reinleuchten können, aber naja, das ist nachher auch wieder zu viel Gedöns, zu viel Zinnober. Denn ich denke mal, die meisten gucken dann eh nur, oder wollen nur sehen, Verpackung auf, am besten noch nicht mal Verpackung zeigen, einfach das Ding auf dem Tisch, hier habt ihr eine, da, so, so sieht das aus, so sieht das aus, so sieht das aus, zack, Video monetarisiert, innerhalb von 2 Minuten ein paar Euros eingestrichen. Ich mach's lieber ein bisschen aufwendiger und gehe halt auch auf die einzelnen Details ein und prüfe halt auch die Sachen, ob sie halt wirklich dann auch halten. Jetzt bin ich gerade auf den Knopf gekommen, wieso bin ich auf den Knopf gekommen? Wieso bin ich auf beide Knöpfe gekommen? Muss ich auch daran gewöhnen, dass die halt dann... Aber das war jetzt kein Fabrikationsfehler, das war einfach meine Töfflichkeit, dass ich eben diese beiden Schalter, die hier unter Sitzen betätigt habe. Ich würde eigentlich mal eben wackeln. Also allzu stark wackeln sollte man nicht. Ich habe jetzt extra darauf geachtet, nicht auf die Knöpfe zu kommen und die Flügel sind abgesprungen. Also sie lösen sich dann auch von alleine. Wenn das Ding ins Trudeln kommt, dann geht es einfach floff und die Dinger sind ab. Also ein Belastungstest wie beim Falken seinerzeit hält das Ding hier halt nicht aus. Wie man gerade gesehen hat. Aber ansonsten wackeln die ja auch nicht großartig. Also es klappert nicht allzu doll. Aber sie springen halt doch recht leicht dann runter. Aber normal spielen kann man doch schon. Also man kann da das Ding wirklich quasi fliegen lassen. Ohne dass jetzt die Dinger abspringen, das war mal wieder durch meine kleine übertriebene Aktion, dass die Dinger lösen. Ansonsten hält es. Ich finde den echt cool. So als Alternative gefällt mir besser als der Standardteil von der Bemalung her. Und ja, eben auch wegen dieser Figur, denn wieder ein Pilot mehr. Ich mag es halt, wenn sich die Figuren auch wirklich offensichtlich dann auch voneinander unterscheiden. Und man so eine gewisse Variation auch an den Piloten stehen hat. Jetzt sind es schon mal 3. Das macht sich, denke ich, auch schon ganz gut dann in der Vitrine, wenn dann 3 Piloten halt später wieder nebeneinander stehen.
Denn bei den von der Original, aus der Originaltrilogie gibt es ja so viele verschiedene Piloten. Allein schon durch die ganzen Serien halt, wenn man jetzt so die Power of the Force 2 Sachen halt nimmt. Also die mittlerweile, ich glaube, Neo-Vintage-Figuren oder sowas wird es, glaube ich, mittlerweile bezeichnet. Aber halt die ersten Neo-Figuren, die dann rauskamen, bis nachher zu den TVC-Geschichten, mag ich es halt auch zu sehen, wie sich halt so eine Toyline dann halt auch entwickelt. Und vielleicht auch wieder zurückentwickelt. Aber das ist ein anderes Thema, das gehört jetzt nicht rein. Es ging um die beiden TIE Fighter. Und wie gesagt, für mich hat sich der gelohnt, allein schon wegen des Piloten. Und jetzt ziehe ich nicht länger in die Länge. Ihr habt Feierabend. Ich danke euch fürs Reinschalten und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.